Herzlich willkommen zur EM. Mario Strikers Battle League Football. Zu der letzten Folge der Euro Mario 2024. Und heute geht es um die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale. Also viel Spaß wünsche ich euch. Und das ist das erste Viertelfinale. Hier die Ukraine, die ja Dritter wurde in Gruppe E. Und die Schweiz, die Erste wurde in Gruppe A. Ganz ungewöhnlich spielt die Schweiz heute in Lila und die Ukraine in Rot. Beide Teams tasten sich hier langsam an. Eine Chance von den Schweizern, aber der Torhüter der Ukraine hält gut. Und versucht es Peach und kommt sie durch mit dem Hyperschuss. Und tatsächlich kommt sie durch. Ist es kein perfekter, aber in der 30. Spielminute steht es jetzt möglicherweise schon 2:0. Wenn er durchkommt, bin ich gespannt, ob der Torhüter der Ukraine halten kann. Und es sieht doch relativ gut aus. Schafft er es durchzuhalten? Tatsächlich, ja, er wird ihn ab. Und die Abwehr hat ihn auch noch. Es steht weiterhin 0:0. Doch da eine Chance für die Ukraine, aber Daisy, beziehungsweise, ja, Pauline, einer von beiden, schafft es nicht zu treffen. Aber da ist Yoshi in der Anfang der zweiten Hälfte, in 48. Minute, da ist der Ball drinnen. Der Torhüter von den Schweizern kommt hier nicht hinterher. Das ist Boom Sommer oder Jan Boomer, wie man so möchte. 46. Minute. Die Favoriten hier, die Schweizer, kommen jetzt nochmal zurück und versuchen es mit einem weiteren Hyperschuss, aber dieser wird auch abgewehrt mit einer Banane. Und eine weitere Chance für die Ukrainer. Doch auch sie kommen nicht ganz durch. Wir sind bereits in der 74. Spielminute. Wie sieht es hier aus? Jetzt sieht das gut aus für die, ja, für die Schweizer, die hier rumspielen und den Ball dann doch noch über die Linie kriegen. Peach ist das in der 74. Minute. Das ist Granit Peachy oder so. Okay, das spielt Zeit. Noch eine weitere Chance für die Schweizer, aber sie kommen nicht durch. Wie sieht es jetzt aus? Auch die Ukrainer zu ungefährlich. Aber nun, jetzt ganz wird es jetzt eine Chance sein, oder? Sieht ganz so aus und Rosalina kommt da durch und macht den Siegtreffer. 2:1 in einem sehr ausgewogenen Spiel. Wirklich beide auf Augenhöhe, aber die Schweiz gewinnt hier mit 2:1 und ist damit im Halbfinale. Da haben sie echt gezeigt, wie es geht. Das zweite Viertelfinale. Der erste der Gruppe F, die Türkei, gegen den zweiten der Gruppe E. Das ist derselben Gruppe, der auch vorhin die Ukraine gespielt hat. Aber gut, die Türken spielen in Orange und die Slowaken in Lila. Die erste Chance kommt, ja, die ersten größeren Chancen kommen von den Türken. Und sie, ja, sie bomben das auf das Tor der Slowaken. Eine weitere Chance von der Seite. Didi Kong macht den Ball in 47. Minute von der Seite in Iron Rob Manier. Da konnte er den Ball schön seitlich mit einem nachfolgenden Backflip reinballern. Und nun schaffen es die Türken mit einem weiteren Hyperschuss. Nein, sie werden doppelt hier abgewehrt. Und was ist das? Ein Doppelpass mit einem Shell. Interessant, was die Slowaken hier drauf haben. Der Donkey Kong hier. Und das war eine Chance für Waluigi Shalalulu, aber der ging nicht rein. Dann kommen wir zur zweiten Hälfte, 51. Minute. Der Ausgleichstreffer von Rosalina für die Slowaken. Da ist sie echt engelsgleich durch die Luft geflogen und der Torhüter der Türken kommt hier nicht hinterher. Anders als in Real Life, da hält er gefühlt alles, der Torhüter der türkischen Nationalmannschaft. Die Slowakei versucht es weiterhin und das ist die Chance. Ja, das ist die Chance für die Slowakei, hier
zu erhöhen und das haben sie auch geschafft. Da war die Abwehr, ja, wurde nochmal weggetackelt. So, auf jeden Fall keine Chance gegen diesen Angriff hier. Die Türken haben sich wieder den Ball geholt und auch den Hyperschuss. Sie versuchen es weiterhin, werden aber abgeblockt weiterhin. Schaffen sie es, den Hyperschuss noch durchzusetzen? Der Ball wurde abgeblockt und nun sieht es nach dem Hyperschuss aus in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Ziemlich kurz vorm Ende. Jetzt ein Doppeltor oder ein Tor wenigstens, um hier den Ausgleich zu erzielen. Waluigi Hallanulu versucht es. Kommen sie durch? Oder gibt es noch einen Abroller? Und es sieht so aus, dass sie doch kommen. 3:2. Und war das schon die letzte Chance? Auf jeden Fall der Torhüter der Slowaken geht hier noch an die Decke hier. Aber es sieht so aus, als ob es gewesen wäre. Kommt noch eine Chance mit der Türken? Können sie doch erhöhen? Nein, es bleibt beim 3:2. Das Viertelfinale steht an. Und man muss sagen, die Serben hier sind in Gruppe C mit 9 Punkten dann doch, gehören zu den stärksten auf jeden Fall, auch mit einem krassen Tordifferenz von plus 9. Auf jeden Fall sind sie hier der Favorit. Aber auch die Schotten in Lina versuchen hier als Zweitplatzierter möglichst weit zu kommen und das ist die Chance für Peach und sie hat einfach den Ball reingehauen gegen den Favoriten aus Serbien, aber gut, diesen Ball, den hat sie auch wirklich perfekt getroffen. Keine Chance für den Torhüter der Serben. Die Serben versuchen es weiterhin, aber kommen wirklich nicht gut durch. Gut geblockt auf jeden Fall von Diddy Kong. Sonst hätte es hier 2:0 stehen können für die Schotten. Und das sieht nach einem Megaschuss aus, der tatsächlich auch noch funktioniert und auch noch sehr perfekt aussieht. Wenn das hier ein Doppeltor ist in der ersten Nachspielzeit, also der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, dann steht es hier 0:3. Und ich glaube, so ist es auch. 0:3 und 3:0, sagen wir so rum, für die Schotten. Das ist ja wirklich aus dem Nichts. Damit wurde Serbien hier ziemlich abserviert. Außer sie kommen noch zurück, aber sind bereits in der 71. Spielminute. Und der Hyperschuss geht nicht durch, da haben sie zu lange gewartet. Daisy schießt einen Shell ab, also einen Panzer. Und sie kommen hier wirklich nicht durch, werden hier eiskalt von der Abwehr abserviert und ja, kriegen sogar in der 89. Spielminute noch das 0:4 und schaffen sie wenigstens den Anschlusstreffer. Aber wie man hier sieht, das war ja nicht wirklich was hier. Schaffen sie wenigstens noch den Anschlusstreffer oder gehen sie glanzlos mit einem 0:4, fliegen die Serben aus diesem Turnier raus. Sie versuchen es ja auf jeden Fall nochmal. Wenigstens ein Nachschuss. Ein Nachschuss ist die Möglichkeit für Shy Guy, aber es sieht nicht so aus, als ob es hinhaut. Nochmal Waluigi. Und nochmal die Chance für Diddy Kong, aber dieser Hyperschuss wurde auch abgewehrt. Und damit wird das wahrscheinlich gewesen sein, oder? Ja, 0:4. Belgien gegen Polen, der erste aus Gruppe E gegen den ersten aus Gruppe D. Belgien in Orange und die Polen starten hier, aber kommen besser ins Spiel rein, hier in den lila Trikots. Aber dennoch kommt nicht zum Tor, ein Fehler von Schalke, der dann aber nochmal ausgebadet wird. Eine Chance für Diddy Kong, aber da hat es lange gewartet für den Hyperschuss. Er versucht es weiterhin. Schießt den Abwehrspieler ab und schießt danach nochmal den Abwehrspieler ab, sodass er mal in die Latte geht und nicht ins Tor. Und Diddy Kong hat hier Chancen ohne Ende, aber er belohnt die Belgier nicht. Auf der anderen Seite die Chance für die Polen und zwei Schüsse super gehalten vom Torhüter. Kommen sie hier durch oder macht die Abwehr hier einen guten Job? Doch gehört der Ball wieder. Macht in die Mitte ganz frei für Rosalina, die das 1:0 macht. Rosalina Lewandowski hier. Ziel letzte Minute. Ein Lattenschuss von Schalke. Gar nicht schlecht. Ein Nachschuss. Und da kommen sie nicht wirklich weiter. 78. Spielminute. Es steht immer noch 0:1. Daisy De Bruyne versucht es nochmal. Aber so wird das nicht. Auf der anderen Seite versucht es nochmal Peach. Und ein weiteres Mal Peach, ein weiteres Mal, gut geblockt, aber der dritte Schuss
ist dann auch noch drinnen. Diddy Kong völlig außer sich, aber auch verständlich, denn hier mit 0-2 unterzugehen ist schon ziemlich tragisch. Schaffen sie wenigstens den Anschlusstreffer oder mehr? Nein. Wir sind im Halbfinale angekommen und die zwei roten Flaggen treten gegeneinander ein. Die Schweiz in Gelb gegen die Türken in Lila. Die Türken versuchen es, aber kommen soweit nicht durch. Auf der anderen Seite auch keine große Gefahr. Der Schweizer hat doch jetzt über Donkey Kong vielleicht. Aber die Abwehr macht er sehr gut mit. Radio Shalanulu versucht es weiterhin, aber kommt hier nicht durch. Auf der anderen Seite der Wario, der Schweizer. Wie sieht es mit ihm aus? Er kommt nicht durch und kann auch, wie es aussieht, doch noch seinen halben Schuss einsetzen. Okay, ich dachte, er schafft es nicht mehr, aber vom Timing her hat es dann doch noch hingehauen. In der letzten Sekunde würde ich fast schon sagen, war Luigi von den Schweizern mit einem Hyperschuss, der wirklich gut getroffen war und auch zwei Tore markiert. Damit steht es 2-0 im Halbfinale in der 39. Spielminute für die Schweiz gegen die Türkei. Nur noch die erste Hälfte. Die Türken wollen das nicht wahrhaben, dass sie hier hinten liegen, versuchen es weiterhin. Aber Jan Boomer im Tor auf jeden Fall sehr, sehr stark. Aber diesen Ball von Waluigi Halanulu kann auch Jan Boomer nicht halten. Eine Chance über außen von Yoshi. Von Xerdan Yoshiki. Naja. Die Türken versuchen es weiterhin. Sie sind auf jeden Fall dem Ausgleich ziemlich nah, aber auch genauso nah sind die Schweizer einen weiteren Treffer. Und was ist das für ein katastrophaler Schuss? Der war überhaupt nichts. Da muss sich Luigi echt an die Nase fassen hier. Das war ja wirklich erbärmlich und der Torhüter hält den Ball hier wahrscheinlich sogar fest. Tatsächlich, er hält ihn fest. Damit, ja, sowas darf aber nicht passieren. Das müssen wir ganz ehrlich sagen. Vor allem nicht in einem Halbfinale. Auf der anderen Seite jedoch, die Türken, sie wollen hier auf jeden Fall ausgleichen. Und hindern auch den Schweizer an ihren Hyperschüssen. Nochmal Waluigi Halanulu. Und nochmal Donkey Kong mit einem Rückpass zum gegnerischen Torwart. Irgendwie sehr, sehr wild sah das aus. Aber wir sind schon angekommen in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Schaffen es die Türken noch. Und das sieht gut aus, aber sie kommen hier nicht durch. Jetzt vielleicht nochmal über Diddy Kong. Donkey Kong, nochmal Diddy Kong für die Türken, aber es reicht nicht. 2-1 für die Schweiz. Wer schafft es neben der Schweiz, sich für das Finale zu qualifizieren? Ist das Polen hier in den gelben Trikots oder Schottland in den grauen? Polen kommt hier am Anfang direkt durch, aber der Torwart lässt den Ball nicht ins Tor nicht passieren. Der Ball hat keinen Passierschein, aber auf der anderen Seite anscheinend schon. Da ist es 1-0 für Schottland von Waluigi. Da stand er dann doch ziemlich frei und die Banane, ja, die Banane war kein Problem für Waluigi. Ein weiterer Schuss von Waluigi und ein weiteres Tor. Waluigi überrennt hier die Polen. Auch die Bombe von Yoshi war nicht wirklich gut gesetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Waluigi echt momentan der beste Spieler. Und aber auch Toad versucht es hier. Wir sind noch in der ersten Hälfte. Es versucht es Waluigi von einem anderen Team, kommt aber nicht so gut durch wie Waluigi von den Schotten, aber Donkey Kong dafür mit einem Tor. Der ist Anschlusstor und das, was Waluigi da gerade gesagt hat, hat sich ein bisschen falsch angehört. Egal. Waluigi versucht es weiterhin und Waluigi von den Polen hat auf jeden Fall den Ball von der Linie kratzen können, aber das wird schwierig. An den Pfosten geht der Ball. Sie müssen den Ball irgendwie loswerden, aber da ist Peach, die aus der zweiten Reihe die Schotten erhöhen kann und die Zwei-Tore-Führung wieder ausbaut. 16 Minuten. Auf der anderen Seite versucht es. Waluigi aber kommt nicht durch. Dafür trifft Schottland nochmal. 4-1 bereits.
Und ich wage zu bezweifeln, dass es hier noch irgendwelche Chancen gibt für die Polen. Doch jetzt auf der anderen Seite versucht es nochmal Luigi Lewandowski. Sieht nicht so aus, als ob hier noch wirklich was passiert. Doch wir haben die Nachspielzeit und einen perfekten Powerschuss. Wenn der reingeht und es den Anschlusstreffer gibt, dann steht es 3:4. Und dann ein schnelles Tor hinterher, fast schon unmöglich, aber wer weiß, es steht schon mal 3:4. Wie sieht es nun aus? Schaffen es die Polen noch zurückzukommen? Oder wird es gewesen sein? Die Polen versuchen es noch einmal mit einem Schuss von Waluigi, aber wie es aussieht, reicht es nicht. Schottland ist im Finale. Und damit herzlich willkommen zum Finale der Euro Mario 2024. Es ist lustig, dass die beiden Teams, die neben Deutschland in Gruppe A weitergekommen sind, nun im Finale stehen. Also Schweiz in den gelben Trikots und in den lilanen Trikots Schottland. Und da ist jetzt in der 20. Minute das erste Tor durch Waluigi von der Schweiz. Da hat er den Ball über den Torhüter gehoben. Donkey Kong versucht es jetzt. Schafft er hier jetzt einen perfekten Superschuss? Und ja, der Hyperschuss sieht wirklich perfekt aus. Wird das hier ein Selbstläufer oder wie sieht es aus? Man muss ja sagen, dass es bisher also am zweiten Spieltag schon das Spiel 0:3 gab. Also 3:0 für die Schweiz in der Gruppe A. Und nun hier mit dem Doppeltor von Donkey Kong sieht es wieder nach einem 3:0 aus. Vielleicht wird es sogar noch höher. Wir sind in der 36. Minute. Und da gibt es einen Stern. Und eine weitere Versuche von Waluigi. Aber selbst der Stern reicht nicht aus, um hier zu treffen. Aber dafür Rosalina mit dem Anschlusstor. 43. Minute. Sie kommen zurück. Sie lassen hier nicht zu, dass sie hier komplett untergehen, hier im Finale. Schottland will auf jeden Fall auch alles geben, was sie können. Ein Pfostenschuss von Rosalina und wieder Rosalina mit einem weiteren Schuss. Der Torhüter Jan Boomer macht aber einen sehr, sehr guten Job. Bisher sieht man eigentlich nur noch die Schotten stören, muss man ganz ehrlich sagen. Und da konnte der Ball nicht mehr von der Linie gekratzt werden, muss man leider sagen. Aus Sicht der Schweizer, da stand Luigi im Tor, aber konnte den Ball erst hinter der Linie klären. Und hiermit muss man sagen, es wird auf jeden Fall knapp ein Lattenschuss von den Schweizern und noch ein Schuss, gut gehalten. Und was geht hier ab? Kommen sie hier nochmal durch? Sieht nicht so aus, doch in Nachspielzeit der zweiten Hälfte. Es sind die letzten Sekunden angebrochen. Passiert hier noch was? Kommt hier noch der Ausgleich? Und tatsächlich 3 Sekunden vor dem Ende ist dann der Ausgleich noch da. Es geht in die Verlängerung. Ins Golden Goal. Und hier ein schönes Tor von Rosalina. Wir sind im Golden Goal. 91 Minute, direkt am Anfang. Was passiert hier nun? Es versucht Donkey Kong mit einem Hyperschuss. Aber nicht ansatzweise perfekt, jedoch eine super Position, nicht weit vom Tor entfernt. Wenn alles gut geht für die Schweizer, werden sie hiermit Euro Mario Meister. Und damit geht es weiter, oder reicht das für die Schweiz? Die Schweiz gewinnt und wird Euro Mario Meister 2024. Herzlichen Glückwunsch!